Die Marken liegen genau dort, wo die Wade des italienischen Stiefels am muskulösten ist. Italien in einer Region werben die Marken für sich. Mit alpinen Ambiente bis zu 2500 Meter, ganz im Südwesten mit dem Monte Sibillini, dramatisch abfallender Felsküste zwischen den Sandstränden der Adria und einem wahren Hügelmeer zwischen der Küste und den Apenninen mit gemütlichen Kulturstädtchen. Von der flachen Küste gelangt man durch die breiten Täler der Flüsse Potenza oder Jenti schnell ins bergige Landesinnere. Hier sind wir auf der Fahrt in unser Feriendomizil Galliole in der Provinz Macerata. Vor dem Ort befindet sich der Friedhof, der wie ein eigener Ortsteil wirkt. Die Gräber der Reichen gleichen kleinen, kunstvoll aus Stein erbauten Häusern, oft mit einer Glastür versehen und mit bunten Fotos und künstlichen Blumen geschmückt. Die ärmeren Verstorbenen werden wie Schubladen in eine Mauer geschoben und die Nische dann zugemauert und mit einer Grabplatte versehen. Galliole ist ein auf einem Hügel gelegenes, verträumtes Dorf. Unsere Ferienwohnung ist eine kleine, von einem in Köln wohnenden Italiener liebevoll restaurierte Wassermühle, abseits von der Straße, mitten im Wald gelegen. Hallo, da bin ich. Komm rein. Hier kann man die Ruhe genießen und sich vom Alltagsstress erholen.
Unser Vermieter hat gleich in der Nähe noch eine weitere Wassermühle restauriert, die uns sein Vater und sein Neffe zeigen wird. Vor der Mühle befindet sich ein großer Wasserspeicher. Der 93-jährige Vater versorgt das Grundstück. Hier wird der Schieber zum Wasservorratsbehälter geöffnet. Der Wasserstrahl treibt das Turbinenrad an, auf dessen Achse sich die Mühlsteine befinden. Der Neffe zeigt uns, dass die Mühle noch voll funktionsfähig ist. Von den Hügeln um Galliole hat man einen wundervollen Blick auf die Apenninen. Auf dem Berggipfel befindet sich ein Kriegerdenkmal. Am Vorabend von Fronleichnam fahren wir nach Castel Raimondo, wo seit 1993 die alte Tradition zu Ehren des Leibes und des Blutes Christi, das Fest Infiorata Corpus Domini, wieder entdeckt worden ist. Die Vereine des Ortes sammeln das ganze Jahr über die verschiedensten Blütenblätter, um damit in der Nacht vor Fronleichnam einen eindrucksvollen künstlerischen Blumenteppich von mehr als 20 5 x 9 Meter großen Blumenbildern zu gestalten. Man glaubt, die ganze Stadt ist auf den Beinen. Die Straßen sind hell beleuchtet und werden mit Musik beschallt.
Baufirmen haben kostenlos Hubwagen zur Verfügung gestellt, von denen sich die Gäste die wunderschönen Bilder von oben ansehen können. Dann erfolgt die Prozession. Nur die Priester mit dem Allerheiligsten dürfen über den Blumenteppich gehen. Die anderen Prozessionsteilnehmer gehen nebenher. Eine zauberhafte Naturerscheinung und Sehenswürdigkeit sind die Grotten von Frassassi in Genga. Seit 1948 wurde die Gegend geologisch erkundet. Aber erst 1971 entdeckte eine Gruppe junger Männer aus Jesi eine schmale Öffnung, aus der ein starker Luftzug drang. Bei der weiteren Erkundung wurde ein Labyrinth von Höhlen entdeckt, das sich über 13 Kilometer erstreckt. In der größten Höhle findet sogar der Mailänder Dom Platz. Ein bequemer Rundgang von 600 Metern lässt einen das imposante Ausmaß der Höhle in wunderbarer Beleuchtung wie ein Märchenschloss erscheinen.
Wir sind unterwegs nach Cingali, auch Balkon der Marken genannt. Von hier aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Apenninen, wenn das Wetter es zulässt. Wir fahren weiter über Jesi, San Marcello nach Mora d'Alba. Alles bekannte italienische Weinorte und Olivenanbaugebiete. Hier wächst der berühmte Verdicchio, ein italienischer Weißwein, der sich als konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt bewiesen hat. Heute machen wir noch einmal eine Fahrt an die Adriaküste. Über Siolo führt der Weg zum Wallfahrtsort Loreto. Von da aus fahren wir weiter nach Macerata. Von der Aussichtsplattform in Siolo haben wir einen herrlichen Blick auf die Adriaküste und auf die Due Sorelle, die zwei Felsenschwestern. Am Ende des Strandes erhebt sich majestätisch die Steilküste des Monte Conero. Die Basilika des Wallfahrtsortes Loreto überragt weithin sichtbar die flache Küstenebene. Über 1 Million Pilger besuchen jährlich die berühmte Santa Casa von Loreto. Das Heilige Haus befindet sich innerhalb der Basilika. Der Legende nach soll in der Santa Casa Maria geboren sein und Jesus soll darin seine Kindheit verbracht haben. Im Jahre 1291, nachdem Nazareth in islamische Hände gefallen war, hoben 4 Engel das Heilige Haus in die Lüfte und entschwebten damit Richtung Adria. Pilger und Kranke erhoffen sich hier von der Mutter Gottes Hilfe.
Macerata ist bekannt durch die im Sommer aufgeführten Opernfestspiele im Sterriterio. Obwohl die Arena 3000 Zuschauer fasst, muss man sich früh genug anmelden, um noch einen Platz zu ergattern. Der nächste Ausflug führt uns in das Universitätsstädtchen Camerino. Jedes Jahr im Mai findet zu Ehren des Schutzpatrones der Stadt San Vernanca das Fest Corsa alla Spada e Palio, ein Wettlauf mit einem Schwert und prunkvolle Umzüge im Renaissance-Stil statt. Das Fest erinnert an die Fehden der Herrscherfamilien um das Jahr 1200. Wir besuchen auch das romantische Städtchen Esanatolia.
Heute machen wir einen Ausflug in den Parco Nazionale del Monte Sibillini. Das Städtchen Visso ist der Eingang in den Nationalpark. Hier oben kann man ganz entspannt die Paragleiter beobachten. Die Rückfahrt führt über San Ginesio, vorbei an den großen Vulkankraterebenen Piano Perduto und Piano Granda. No.
Wir sind wieder bei unserer romantischen Mühle angekommen. Die Reise durch die Marken ist zu Ende. Wir haben Italien von einer neuen Seite kennengelernt. Eng beieinander haben wir das blaue Meer der Adria, die lieblichen Hügel der Apenninen, die Höhlen und die beschaulichen Städte mit ihrer kulturellen Vielfalt bestaunen können. Italien in einer Region hat sich bewahrheitet.